Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem weiteren Commentary heute mit dem Thema und zwar ein paar Tipps und Tricks, die man so vielleicht ganz leicht vergessen würde in einer SG-Runde. Wir spielen auf Turbulence, sehen die Ranken sind vor uns, wir müssen uns also ein bisschen durchschlawinern durch diese Ranken durch, ohne hängen zu bleiben. Wie man sieht, klappt das gleich wunderbar gut. In der ersten Truhe ist ein Schwert drin, zuerst das Schwert rausnehmen, ganz, ganz wichtig. Reaktionszeit zeigen, das Schwert rausnehmen. Jetzt gleich bekommen wir noch ein Steinschwert, da habe ich einen coolen Trick für euch. Und zwar, wenn das Schwert auf die 1 muss, kurz im Flug. Ja, im Flug müsst ihr kurz ins Inventar reingehen. Also quasi springen, E, auf den Slot von dem Steinschwert gehen, dann die 1 oben drücken. Dann habt ihr quasi das sofort auf der 1, dann spart ihr Unmengen an Zeit, dann habt ihr keinen Slowdown, weil ihr quasi im Flug seid. Bekommt ihr weniger Slowdown, als wenn ihr jetzt stehen bleiben müsstet und dann ins Inventar reingehen müsste. Das spart auf jeden Fall wirklich ein, zwei Sekunden, die ganz wichtig werden können. Wir gehen ja mehr oder weniger die Abseitsroute, denn ich möchte noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar habe ich immer eine, ich sag jetzt mal hier zu, vergessen zu zeigen, eine Chest, wo 7 bis 9 Items drin sind. Und zwar erstmal hier oben, kennt ihr wahrscheinlich, da kommt erstmal dieses Leiterdingens. Jetzt würde ja wahrscheinlich Pete Smith sagen, der Wobblegott is calling. Wir kommen ja nicht ganz so geil hoch, mache ich auch ein bisschen, failig, aber jetzt schaffen wir es irgendwann doch. Hier oben ist der Verzauberungstisch, hier sind auch schon 3 Erfahrungsflaschen, bekommen wir sogar ein Level schon zusammen, können wir das Schwert verzaubern, gehen sofort, passt perfekt. Schön rein Hotkey, also quasi auf den Slot von dem Zaubertisch gehen, auf die 1 drücken und dann haben wir das sofort drin. Hier oben ist diese Tetsu mit 7 bis 9 Items, ist auch ein relativ guter Saft drin, kann man auf jeden Fall mal benutzen. Und jetzt kommen wir natürlich hier am geschmeidigsten runter durch das Cupweb, das da unten liegt. Man muss eine Runde nicht immer offensiv angehen. Man kann die Runde natürlich auch mal gucken, dass man die so ein bisschen defensiver angeht, so wie wir es heute einfach mal machen werden. Sprich, so ein bisschen abseits halten und gucken, was passiert so. Weil hier oben kann man wirklich so viel Stuff finden, hat dann quasi so gutes Equip und kann dementsprechend dann im Nachhinein das Feld aufräumen. Es macht nicht immer Sinn anzugreifen. Klar, ich bin auch jemand, der sehr gerne angreift, aber es macht auch mal auf jeden Fall Sinn, einfach mal so ein bisschen abseits sich rumzumogeln, irgendwie mal ein bisschen Stuff zu finden. Jetzt können wir hier nach oben laufen, haben da, oh, einen Stick drin, wie gnädig. Können jetzt hier rüber, habe ich auch schon mal gesagt in meinem anderen Commentary, können von hier raus wunderbar da reinspringen. So, wir haben jetzt quasi alles, aber eine Sache fehlt noch und zwar fehlt eine Angel. Wir sehen, wir haben 5 Sticks dabei, ja? Auf den meisten Maps gibt es Cupwebs. Wir müssen 2 Cupwebs haben, da können wir auch eine Angel craften. Und das kann man entweder durch Finden von Faden schaffen oder eben durch Cupweb Placen abbauen. Oder wie wir hier sehen, können wir auch hier ganz einfach das Cupweb abbauen. Wir sehen mal hinter uns, das ist ein Typ, deswegen drehen wir uns mal um, bauen das Cupweb so, damit wir den Typen auch sehen können. Er will angreifen ohne Harnisch. Wir haben das bessere Schwert auf jeden Fall. Er hat auch Eisenschwert, wir haben das bessere Schwert. Denn wir haben ein Steinschwert mit Schärfe 1. Das ist besser als ein Eisenschwert. Also eine Verzauberung mit Schärfe ist immer besser als das nächst hochwertigere Schwert. Jetzt haben wir mal ein bisschen Cupweb gesammelt. 2 Stück haben wir, das reicht für eine Angel. Deswegen gehen wir mal kurz zum Spawn, müssen natürlich ein bisschen, dass natürlich wieder von hinten ankommt gleich. Wir rennen gleich zum Spawn hin und hier auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, im F5-Modus craften. Denn hier siehst du jetzt durch das Inventar so ein bisschen, was so passiert im Hintergrund. Und da kannst du, wenn jemand kommen würde, könntest du es sehen. Und bams, wir haben unsere Angel. Können das Feld wieder so ein bisschen mit der Angel aufräumen. Da ist ein Typ, der hat gar nichts dabei. Das dürfte eigentlich kein Problem werden. Und ja, ich habe Damage Indicator immer noch an. Ich benutze es nicht. Ich betone es ja auch nochmal, ich benutze Damage Indicator nicht. Ich habe es halt nur an mit den Criticals. Einfach aus, aus Faulheit habe ich es nie rausgenommen. Ich werde es aber für die nächste Commentary-Folge auf jeden Fall rausnehmen. Schlag mich, wenn es anders ist, aber werde ich machen auf jeden Fall. Dementsprechend habe ich es einfach nur drin zur, als Vorrat, so ein bisschen zur optischen Untermalung. Der Criticals kann man auch ganz gut verwenden, finde ich eigentlich ganz geil. So, jetzt sind wir hier auf dem Weg, wir benutzen den Kompass mehr oder weniger, um uns den Weg leiten zu lassen zum nächsten Gegner. Und wir werden den gleich da vorne auch schon finden, da ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation für uns, denn auf dem Gommel gibt es Heilpots, wie wir auch schon sehen, wir haben auch einen Heilpot. Und wenn ein Typ auf engen Raum Heilpots hat, einfach mal selber gucken. Der erste Hit ist bei uns wegen dem Lowgrounds. Haben wir natürlich ein bisschen bessere Range. Dementsprechend können wir da die erstens verteilen. Hier auch nochmal ein sehr, sehr guter Hit gewesen. Aber jetzt hier unten, auf diesem schmalen, engen Weg, heilt er sich einfach. Er heilt sich und wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn irgendwie down bekommen. In dieser Ecke drin. Wir sehen, unser Aiming ist nicht das allerbeste. Hier sind auch noch Ranken im Weg. Und er hat natürlich von unten die sehr viel bessere Range. Und wir können ihn nicht schlagen, weil die Ranken im Weg sind. Das ist richtig, richtig, richtig knapp gewesen auf jeden Fall. Da kann man auch, glaube ich, gar nicht mehr ausweichen oder so. Da muss man wirklich den Kampf vor allen Dingen hoffen, dass er gut ausgeht. Und er geht gut aus. Anders kannst du da eigentlich nicht viel machen. Glaube ich zumindest. Sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht in der Situation gemacht hättet. Vielleicht mal gewartet oder zurückgelaufen wärt oder so.
sehr gerne in die Kommentare schreiben. Hier haben wir eine Dia-Axt, die, by the way, nicht besser ist, wieder zurück switchen, Dom, perfekt, wunderbar. Denn eine Dia-Axt ist so gut wie ein Eisenschwert, also eine Axt ist immer genauso gut wie das, wie von der, also von der Wertigkeit Eisen, quasi Diamant, Eisen, also eine Wertigkeit rückwärts. Also quasi Dia-Hacke, Dia-Axt ist genauso gut wie ein Eisenschwert und eine Hacke, quasi eine Dia-Hacke ist immer zwei abwärts, sprich wie Stein. Also eine Dia-Hacke wäre an Dia-Spitzhacke wäre so gut wie ein Steinschwert. Nur mal, um es nochmal so aufzuzählen so ein bisschen. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen für diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Sehr gerne eure Meinungen, Ideen, Vorschläge, was ich da so an Commentaries machen soll, in die Kommentare schreiben. Und hier im Deathmatch haben wir einige Probleme, denn wir haben drei Leute. Wir wissen nicht so recht, ich will erstmal das Feld so ein bisschen beobachten. Wir sehen aber hier, okay, die beiden wollen sich nicht angreifen. Und da ist natürlich für mich im ersten Moment wieder so ein bisschen die Abstaubergefahr. Ich würde euch empfehlen, liebe Leute, wenn ihr zwei defensiv spielende Leute habt, die sich nicht angreifen, wartet auch. Lasst im Zweifel vielleicht die Runde austeilen, aber geht nicht auf gar keinen Fall als erstes auf einen der beiden Leute drauf. Spielt defensiv. Es ist eine viele Gomme-Erfahrungen, die ich gemacht habe, resultieren daraus, dass, hier geben wir mal dem Typen mal ein bisschen Essen, wenn er ein bisschen was braucht. Hier, komm, hast du einen Kuchen. Aber, wenn ihr drauf gehen würdet, würde mit, ich würde sagen, 90% Wahrscheinlichkeit der dritte Typ abstauben wollen. Und deswegen warten wir hier, aber irgendwann würde es mir einfach wirklich, wirklich zu doof. Und das ist der Fehler gewesen. Wir sehen, wir nähern uns so ein bisschen diesem Enjoy Voldemort. Nähern uns so ein bisschen, wir versuchen die auch so ein bisschen aufeinander zu locken. Sprich, dass wir die so aufeinander kriegen. Schaffen wir aber nur bedingt, wie man sieht. Lass uns gucken, was machen wir jetzt? Wir haben da den Typen, der ist aber defensiver als der andere. Jetzt überlege ich mir, okay, der Goldtyp links ist defensiver als der rechte Typ. Deswegen würde ich prinzipiell zuerst auf den rechten gehen, der aggressiver spielt. Denn der aggressivere würde wahrscheinlich eher danach quasi den Abstauber riechen. Und der vielleicht defensiv spielt, kann ja auch vielleicht, ich sag jetzt mal, Randy in Anführungszeichen sein. Und einer, der vielleicht gar nicht den Kampf suchen will, sondern wirklich keine Ahnung hat, was mit dem los ist. Deswegen, schaut schon, geht weg. Das war für mich ein Eindruck, als wäre er nicht ganz so gut dabei. Deswegen will ich auf den Voldemort aufgehen. Die Angelkombo sitzt ein bisschen, aber da habe ich den Hit nicht wirklich austeilen können. Aber wir geben ihm sehr gut. Wir geben ihm, wie wir sehen, sehr, sehr gut zwei, drei Hits mit. Alles natürlich Criticals. So muss es eben sein. Da hätten wir noch mit der Angel weg, hätten wir vielleicht nicht machen müssen. Weil so pushen wir ihn jetzt quasi weg, weil er in der Rückwärtsbewegung war. Jetzt kann er uns natürlich auch eine Kombo austeilen. Wir haben jetzt, glaube ich, auf 3 bis 4 Herzen down. Circa. Wir haben halbes Leben quasi. Und jetzt sehen wir von hinten, wie der Typ anfängt zu laufen. Wir sehen es quasi aus dem Augenwinkel heraus. Der Typ kommt so langsam an. Er kommt immer näher und will abstauben. Dementsprechend will ich einen Abgang machen. Aber ich weiß, der Typ ist natürlich low. Und ich will auf ihn draufgehen. Aber jetzt, wir sehen, wir haben noch ein bisschen viel Leben. Und deswegen will ich auf ihn draufgehen. Wir hatten aber nicht Full Life. Und das wurde uns zum Verhängnis. Denn dadurch sterben wir jetzt mehr oder weniger gegen den Typen, der sehr gut war, 2 Herzen, die wir quasi auch nicht hatten. Schaut euch schon, wow. Und, ja, lässt sich auch ein bisschen aus, der Voldemort. Finde ich sehr, sehr cool von ihm. GG auf jeden Fall an ihn. So ist es eben. Clean-Uppen gehört eben dazu. Abstauben muss leider Gottes ein bisschen sein anscheinend. Aber da können wir auch nicht mehr viel dran ändern. Es ist leider Gottes nicht immer so einfach. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gemacht hättet. Aber ich glaube, da war jetzt nicht viel Raum, um irgendwas anderes zu machen. Wir hätten gerne noch die Zeit ablaufen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüssikowski.